Ja, moin, wir kämpfen immer noch heftig mit Verbindungseinbrüchen von Michi, aber bevor wir hier noch mehr Zeit verschwenden, habe ich mir gedacht, wir fangen mal mit der Aufnahme an. Und ich sage einfach mal, es geht los in 3, 2, 1, ab. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Grounded. Michi hat seine Facecam noch nicht eingestellt, sehe ich gerade. Und deswegen seht ihr den noch nicht. Aber ansonsten gibt es heute eine neue Folge Grounded mit dem Schabernack, dem No-Budget-Nerd. Hier kriegt ein Wurm durch ein Blatt, okay. Und natürlich dem Herr der Battlezones, dem guten Ragnar, meiner Wenigkeit. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und ja, meine Facecam ist an. Nein, die ist nicht an. Also mein Discord sagt, es ist nicht. Doch, die ist an. Ich sehe mich doch gerade selber. Jetzt sehe ich dich. Das ist jetzt. Ja, willst du mich verarschen oder was? Ja, natürlich, immer. So. Ja, der Herr der Battlezones ist da, der Ragnar ist da. Jetzt habe ich das doppelt gesagt. Ist aber auch scheißegal, Michi, da vorne sieht der Schabernack. Und Michi ist auch irgendwo. Ich suche ihn, da hinten ist er zu sehen. Und der hat gerade wirklich derbe Probleme. Der hat jetzt auch seine gesamte Ausrüstung gerade verloren. Wir sind auf Milbenjagd, was wir glücklicherweise sowieso machen müssen, aufgrund unserer Quests, von daher ist das gar nicht so wild. Also, ich habe mich entschieden, mich nackig zu lassen oder nicht ja, nackig. Ich find das, glaube ich, auch nett, dich nicht nackig zu sehen. Obwohl, doch, ich sehe dich eigentlich immer gerne nackig. So. Okay. Wir hoffen, dass der Sound diese Folge ist auch schon vorgekommen. Ist schon vorgekommen. Ist schon, ja, wir waren nackt zusammen baden, das war super. Das war schön. Haben Angler vorgeprägt. Ja, das war noch viel besser. Nackt vor Anglern stehen, die einem sagen, ey, dürfen wir nicht baden. Das ist total gut. Natürlich 20 Bier im Kopf. Oh Mann, das waren, das Zeiten, waren Zeiten. So, aber zum Thema zurück. Wir sind hier gerade ein bisschen am Questen noch heute. Warum bewegt sich hier der Boden? Ganz crazy. Und machen nämlich hier erstmal eine neue Rüstung. Und dann habe ich hier noch, schließe diese Markierung ab, Krötensumpf. Ja, Krötensumpf. Worüber das der Krötensumpf ist, habt ihr eine Idee? Creepy. Ich hab hier irgendwie was. Ach, das ist Schabernack? Chopcat. Der schwimmt gerade irgendwo im Wasser rum. Da ist eine Flagge. Der hat keine Ahnung, wie er da wieder rauskommt. Der Michi oder was? Achso, der Schabernack. Ich glaube, du bist in dem gleichen Wasser, in dem ich auch war. Das war nicht schön. Ja, das ist ziemlich weitläufig, aber das könnte Sumpfi-Sumpf sein. Ja, stimmt, das könnte der Krötensumpf sein. Aber vielleicht sollten wir da erst hin, mit dem ich hier auch wieder mitspielen kann. Ich sehe aber ehrlich gesagt auch noch keine Markierung hier. Die müsste ja eigentlich da sein, diese vorgefertigte. Genau, die müsste mal als Blaupause. Wie beim letzten wieder sein, ne? So, ich versuche aber gerade noch ein paar Milben zu töten. Ich habe gerade noch hier hin. Ja, ansonsten habe ich jetzt wie viele? 5 auf jeden Fall schon mal. Ich habe 9 Mildenpelze. Ja, okay, das reicht. Ich habe auch noch 5. Okay, dann düsen wir erstmal in die Base. Machen Michi ein bisschen Rüstung. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Vielleicht. Ich guck mir an, wie der Marienkäfer hier irgendwelche Leute verkloppt. Total gut. Oh, ich habe hier eine Larve. Eine große. Oh, die verkloppt mich gerade. Oh, das sind viele Larven. Fuck it. Alles in diesem Weißzahn, ne? Ja, die großen. Ich bin Schabernack. Ich bin ganz im Osten der Karte. Keine Ahnung, was ich hier mache. Also ich für meinen Teil habe gerade. Irgendwas hat mich gerade aufgefasst. Ach, ich habe gerade derbe Larven gelegt. Ich muss jetzt mal was trinken. Wie kann ich denn hier was trinken? Rechtsklick. Ich bin hier in so einem Canyon drin. Aue! Bist du in einem Canyon drin? Okay. Irgendwie schon. Schmeiß mal weg. Und ich mache mir jetzt mal ein paar Verbände nochmal. Evil, evil. Ach, jetzt geht meine Escape-Taste schon wieder nicht. Dieses Spiel ist manchmal echt strange, ey. Ja. Also sehr froh, dass du nicht komplett nackt bist. Ich habe auch keine Mutation mehr, gar nichts. Das ist echt nervig. Mein ganzer Progress ist weg. Okay, das ist echt uncool. Obsidian.
Ja, schreit halt nicht so laut. Die Consoleros, weißt du, die alle Early Access nicht verstanden haben. Die maulen Obsidian voll, dass sie doch bitte das Spiel richtig programmieren sollen und haben einfach noch nicht gedrallt, dass es halt Early Access ist und dann noch nicht alles rund läuft. Das ist halt so. Das mich gerade als Konsolierung. Oh, Schabernack hat Bärenbrocken gefunden. Was jetzt. Für ein Mann? Was für ein Mann? Brauchen wir die? Und jetzt war ich nicht dabei. Ja, ja, natürlich brauchen wir die. Und die sind irre dann für Tier 2. Noch einfach zu mir. Ja, komme ich, sobald ich. Ich bin nur noch 170 cm von dir entfernt. Das ist gut. Ich guck gerade mal, was ich einmal kurz droppe, damit ich dir erstmal eine Rüstung machen kann. So. Und dann gucken wir mal. Eichel Gesichtspass. Eichel Beinschienen. Und für die Brustplatte brauche ich jetzt noch Kleeblätter und eine Eichelschale. Ich habe leider keine Axt am Start. Dann hole ich mal eine Eichelschale. Ich legte die Rüstung an den Rüstungsständer. Aha. Wir haben Rüstungsständer, wie gut ist das? Ja. So, den habe ich ausgerüstet. Hier. Wie kann ich die jetzt rüberpacken? Ach, hier einlagern. So. Ich würde sagen, Michi hat ein Problem. Denn Michi ist wieder aus dem Spiel raus. Weißt du, das hat bloß ich. Keine Ahnung. Ja, dann kommt Michi jetzt wieder ins Spiel rein. Sehr belastend. Ja. Ich bin ganz bei dir. Belastet mich auch. Aber naja, was willst du machen? Ah, ich bin in der Nähe einer Steckdose. Du bist in der Nähe einer Steckdose? Vielleicht ja. Sollten wir Seven Days to Die spielen. Vielleicht ist das so. Und das wird auch demnächst wieder passieren. Aber. Spoiler! Jetzt ist aber erstmal Grounded dran und nicht Seven Days to Die. Immer dieses Spoiler-Rumgeeier hier. Gibt's ja wohl nicht. So, und wir holen Michi noch eine Rüstung. Und dann wollen wir endlich weitermachen. Michi, hast du mein Spiel gefunden oder muss ich dich wieder einladen? Nee, ich bin im Spiel. Aber ich halte schon wieder imaginäre Dinge in meiner Hand. Das ist mein Charakter sehen würde. Okay. Irgendwie ist das nicht dein Tag. Also. Nicht so wirklich wird das was mit mir heute. Ja, dann machen wir das anders. Pass auf. Oh, jetzt kämpft mein Rechner. Ich würde ja schon gern auf den Baum irgendwie da hoch. Ja, ich bin gleich bei dir. Michi, ich habe dir was angemacht. Was hast du mir denn angemacht? Du kannst zumindest zugucken. Was hältst du davon? Du kannst dumm rumkommentieren. Oh ja, Kommentator. Was mache ich denn gerade? Ich spiele noch. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt bei OBS rein. Achso, gut. Nee, alles gut. Gönn dir. Schließen. Ich habe dir ansonsten einen Stream angemacht. Geflochtene Fasern brauchen wir noch. Shit. Habe ich welche am Start? Okay, dann. Ach, hier sind auch welche. Kann auch welche noch herstellen. Alles cool. So, dann haben wir für Michi schon mal wieder Rüstung. Yeah. So. Für Michi haben wir Rüstung. Der Ragnar liegt jetzt raus. Sorry, Leute, das wird bei mir heute nichts mehr. Ja, dann guck mal bei OBS. Du bleibst trotzdem bei uns. Im Geiste bei uns. Das ist echt belastend gerade. Ja, das ist ein bisschen uncool. Bringst du mir bitte trockenes Gras mit? Trockenes Gras? Wenn ich ja. Ja, kann ich machen. Kann ich machen. Das ist sehr nett. Ich muss nur also ich bin jetzt bei OBS drin, aber was soll da? Du kannst meinen Stream angucken, wenn du möchtest. Ich muss erstmal das Ding aktualisieren. Das nehmen wir mit dem Bogen lassen wir jetzt hier. Wie gesagt, ich muss kurz mal einmal hier aufräumen. So, der kein Problem. So raus. So. Und dann wolltest du zack, trockenes Gras haben. Sollst du bekommen. Habe ich auch im Inventar gehabt. Ja, sehr gut. Wie viel brauchst du denn? Eins reicht mir erstmal. Für eine Fackel. Fackel Plus.
Ja, da wollen wir gleich zwei von haben am besten. Entschuldigung, die Majestät. Dann brauche ich. Ja, ich gehe auch mal ein bisschen sammeln. Nee, muss man. Ich habe gerade schon ein paar Momentar. Fackel Plus. Nee. Fackel Plus. Wo ist das haben wir doch in der letzten Folge erforscht, oder? Das war ja. Ja. So, ich bin ja auch gleich da. Und wir haben ja noch gute 20 Minuten Zeit. Also ein bisschen was ist noch drin. Ne, nachdem ich hier so on the fly einfach angefangen habe aufzunehmen. Ja. Ließ sich ja nun mal nicht anders machen. So, was brauchst du denn noch, Kai? Nur, warte, ich prüfe. Ihr prüft. Ich brauche noch 5-mal trockenes Grasbrocken und alles andere habe ich. Ich habe 8, das passt. Dann sehen wir uns gleich in diesem schönen Sumpf hier. So, hast du denn die Anzeige auch schon gefunden? Vom Krötensumpf? Nee, ich weiß gar nicht. Also das ist auf jeden Fall kein Krötensumpf hier. Was ich auf jeden Fall hier habe, sind die Beeren. Ich höre Kröten. Wo bist denn du? Ragnar, ich kann deinen Stream nicht sehen. Ja, okay. Du kannst deinen Stream nicht sehen? Das ist aber nur schwarz. Ja, dann warte, stelle ich dir das gleich ein, wenn ich bei Schabernack bin. Du bist doch am Arsch der Welt, oder? Ich habe doch gesagt, bin beim Haus. Oh, tatsächlich. Oh, jetzt kann ich das sehen. Hier, Jack-O-Lantern. Jetzt kann ich sehen. Jetzt kannst du erst sehen. Du sagst mir, deine Internetleitung ist gut. Ich habe meine Zweifel mit ihm. Nee, weißt du was? Ich bin nämlich aus OBS rausgegangen. Ich gehe das Ganze über Discord. Warum soll ich denn bei OBS reingehen? Ja, so gut. Ja, natürlich bin ich Discord. Entschuldige. Entschuldige, Herr Klugscheißer. Und ich soll hier der Dumme sein, ne? Ja. Bitch. Sehr, so. Oh, du bist ja, ist ja echt weit weg. Boah, ey, das sieht da so aber interessant aus. Cool. Also, ja. Ja, aber du kannst immerhin gucken. Hast du hier die Forschungsstation schon? Kai? Die ist oben im Baum. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da hochkomme. Ah, muss okay. Gleich gucken, aber wir müssen auf jeden Fall gleich mal kurz schlafen, weil es wird gleich Booster. Und hier am Baum vermute ich ein bisschen Zeugs. Ja, durchaus auch das Markise. Aber ihr habt auch Fackeln Plus. Ja, gleich haben wir haben Fackeln Plus, die bringen uns aber nichts gegen Spinnen. So. Habe ich die mal gedruckt? Kann man mit Fackeln eigentlich Feinde in Brand setzen, so wie in 7 Days? Das ist eine gute Frage. Ich gehe mal von meinen aus. Forschung. Also ich glaube, wir können hier aber auch einen Baum rauf, oder? 1. Fackeln Plus. Jo. Entdeckt. Und. Hallo, eine Fackel, die jetzt bauen. Unfassbare Macht der Wissenschaft verbessert wurde. Die Erleuchtung naht und hält lange an. Super. Wo bist du denn da? Bist du? Fackel Plus. Inventar. Boah, die hat so schöne Sterne. Siehst du gleich. Warte. Oh, oh. Sternchen. Fallen lassen. Bitteschön. Die waren ja auch gerade auf ein bisschen zu sehen. Inventar. Wo ist sie denn? Tada! So, dann mach ich die mal. Take that, Vampire! Oh. Tank Jam, Vampire. So, haben wir denn schon Unterschlupf? Ich habe hier erstmal noch was für dich. Was hast du denn? Licht hast du. Guck mal hier, das hast du doch gesucht. Ah, nom nom nom. Bärchen. Was muss ich? Oh, was? Was für ein Splash, Alter. Richtig gut. So, jetzt müssen wir aber noch einen Weg nach oben finden. Ja. Ich muss jetzt mal hier meine Fackel nochmal wieder anmachen. Ich vermute, da ist da noch eine Beere oder was. Die haben Priorität. Oh, das Kabel. Ja. Sind das die Kabel von der Lasermaschine? Das kann sein, ja. Nee, das führt hier. Hier geht es übrigens auch auf den Baum. Ja, ich habe hier erstmal die Steckdose entdeckt. Und da sind auch ganz viele Larven, falls wir uns nochmal kloppen wollen. Oh oh. Ja, jetzt brauche ich mich jetzt runtergefallen. Ich mag das nicht. Ja, sollten wir vielleicht hier ein kleines Häuschen bauen? Das Problem ist. Ah, ich sehe da vorne zumindest schon mal die Dings. Die Forschungsstation, aber ich sehe hier auch ein Spinnennetz. Ja, komm schon. Komm schon. Ach, fuck. Was machst du denn? Ich bin versagt. Versagt hat er. Einfach runtergedroppt. Möchtest du hier hochkommen? Ich weiß ja nicht mal, wo du hochgekommen hier? Bist. Hier? Ey, das sind fast 90 Grad. Siehst du hier? Ja, da ist besser. Aber lass uns doch erstmal hinlegen. Ja, wir schlafen gerne. Genau. Aber ist
Ist das eine Büroklammer? Das ist eine Büroklammer, ja. Wir dürfen noch gar nicht, aber wir dürfen gleich. Ach. Und dafür müssten wir vielleicht erstmal sowas hinbauen. Lass uns mal hier hochgehen und hier oben können wir bauen. Du willst es da oben bauen? Warum denn? Na gut, okay. Weil hier auf die Forschungsstation ist, mein Lieber. Ja, und deswegen müssen wir da das Häuschen bauen. Ich sehe da oben eine Wissenschaft. Wir wollen ja eh auf dem Baum drauf. Lass doch erstmal die Blaupause oder was? Ja, können wir auch einen Weg nach unten machen. Okay. Das wird mich wieder so distracten. Du bist einfach mehr so. Oh, Naturkunde 2 habe ich. Oh, schön, ihr habt neue Mutationen. Ey, wie cool ist denn das? War das vorher schon, dass so ein E-Gitarren-Sound kam? Guck mich an. Ja, okay. War's. Ah. Wie gut ist das denn? Wie kannst du denn Emotes machen? Auf H. Auf H? Tatsache. H. Kann auch irgendwie. Da gibt's auch noch ein zweites Menü. Das Rockband. Wir können die Rockband machen. Wie gut ist das denn? So, lass mal weiter hoch. Noch weiter hoch. Naja. Hier ist Richtung Pure Science, okay. Junge. Science. Law. Entschuldigung. Wie ist aber. Lauf doch nicht so weit. Wir müssen hier noch erforschen. Spring. Ja. Spring runter. Ich habe ja nur geguckt hier. Das ist, geht ja hier weiter. Ich habe ja nur geguckt. Das sind so typische Bertholdson-Phrasen und der macht ja irgendeinen Blödsinn, den er eigentlich gar nicht soll. Ach komm. Nein, das ist Fakt. Sag mal, das ist Fakt. Hast du die Muskelriegel und so hier gesehen? So? Ach, hier sind Muskelriegel. Geil. Ja. Danke. Ich fühle mich gerade wie das fünfte Rad am Wagen, ihr entdeckt so geilen Scheiß. Ich kann mich nicht spüren. Ja, kann ich vorstellen. Analysierst du noch die. Ja, du bist da drin, den kann ich da gar nicht. So, analysieren. Analysator. Und. Bärenstuhl. Oh, wir können die Sessel machen. Wie geil ist das denn? Ein Bärensessel. Was, Burgle? Okay, mehr kann ich nicht. Okay. Die sind die Stuhlgang. Aber jetzt müssen wir doch echt mal schlafen, oder? Ja. Setzt du die Blaupause? Was war eigentlich nochmal der Hotkey für Blaupause? B. Ach ja. Hast du zwei Sprösslinge dabei? Tada! Let's go to sleep. So. Können wir die Fackel wieder ausmachen. Die hält aber wirklich ewig, muss ich sagen. Ja. Das ist echt gut. So, ich habe das Ding gleich wieder abgerissen. Möchtest du auch den Baum noch irgendwie raus? Naja, Logo. Wie war da? Die sollte doch erst was zu essen und zu trinken organisieren. Da ist nämlich Trinkbeere. Gerade, mal, ich hast du noch. Na. Nee, mein Sack ist leer. Ja. Ja, Michi, du musst das nicht weiter kommentieren. Alles cool. Kannst du mit, Kai, kannst du mal mit dem Bogen da auf die Blaubeere schießen? Ich hab keinen Bogen dabei, oder? Ich prüfe. Nein. Natürlich nicht. Yeah. Habt ihr eure Pusteblumenfedern ausgerüstet, dass ihr, falls ja. ihr dann halt... Ich glaube. Ragnar nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, das Ragnar natürlich nicht. Ich habe einen. Wenn er fällt und dann einfach nur stirbt. Ja. Weil er natürlich nicht an das Essentiellste gedacht hat. Ja. Wie ich mache jetzt was. Pass mal auf. Wird nichts. Höher ziehen. So. Oh. Das war sogar schon fast zu hoch. Da hat der Bertholdson mal eben so eine Beere runtergeschmissen. Das war der Shit. Das war epic, Junge. Aber sowas von. So. Fügen Sie epischen Soundeffekt jetzt ein. Könnte ich nochmal die E-Gitarre hören, bitte? Ja, kannst du. Und ich habe das gerade extra gesagt, damit Ragnar, wenn er das Video bearbeitet, vielleicht nochmal so einen kleinen Denkanschluss hat, dass er was Gutes eingibt. Schön, und das dann trotzdem verrafft. Schön, dass du glaubst, dass ich das beim Schneiden nochmal gucke. Genau deswegen machst du den coolen Scheiß auch nicht. Lustige ja. Soundeffekt. Trottel. Oh, okay. Okay, das geht nicht. Sag mal, ist deine weggeworfene Asse irgendwo auf dem Dingsbums markiert auf dem Bildschirm? Ja, die liegt da so. Ja. Kannst du bis hierher kommen? Oh cool, die ist geplatzt. Wie geil ist das denn? Kann
Kannst du mal hier hochkommen? Ja, ich habe mir gerade eine geplatzte Blaubeere angeguckt. Das war total cool. ja, komm. Drop to death. Weil ich habe hier eine Seilrutsche entdeckt. Ja, warte, ich schmeiß. Oh, da kommt was. Ich höre bösen Sound. Ja, die Ziplines, die sind doch neu. Ich habe sie gefunden. Update hinzugekommen. Sie leuchtet wieder. Ja, aber. Boah, was ist das denn? Jungspinne. Erstmal töten. Netzfaden. Na ja, gut, das ist ja nicht schlimm. Oh ja. Aber wir wollen noch nicht runter, oder? Wir erkunden erstmal den Baum weiter, oder? Ja, ich hätte jetzt geguckt, wo es hier hingeht. Ja, aber wir haben ja den Baum noch nicht mal fertig erkundet. Ja, können wir erstmal den Baum erkunden. Ne, weil wir kommen, glaube ich, nicht zurück dann. So, warte, ich ertrinke gerade. Genau, baue mal eine Markierung. Ich esse derweil was. Hammer, Picky. Aber ich habe auch das Problem, dass ich irre Durst habe. Das ist ein bisschen evil. Da sind noch Blaubeeren, die wir runterkloppen müssen. Du hast nicht zufällig einen Sprössling und ein Kleeblatt dabei, ne? Moment. Ein Sprössling und ein Kleeblatt. Drei Kleeblätter. Brauchen wir auf jeden Fall. Einmal für diese und einmal für die nächste Markierung. Ja, du kannst aber stehen bleiben. Ich glaube, ich habe den Baum zu Ende erkundet. Science. Aber früher geht es wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nee. Ich glaube, da mit dem Lack runter zu segeln, das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ja, das wäre epic. Wir gucken uns einfach an, wie die Kai das nachher macht. Du kannst auch ein Leap of Faith ins Wasser machen. Plopp, pass mal auf. Oh. Runter. Nein! Fuck it. Ja, ich weiß nicht, ob das Wasser tief genug ist, tatsächlich. Ja, deswegen ja Leap of Faith. Ja. Sprung des Glaubens. Ja, aber ich glaube auch nicht daran, dass das Wasser tief genug ist. Du glaubst einfach fest daran, dass du überlebst, wenn du uns aufsteigst, Alter. Platz haben wir die Leere. So ein ja, auf jeden Fall. Sprung auf Esel. Yeah. So, wie wollen wir das denn? Wie nennen wir das? Hier. Ich weiß. Perfekt. Ja. Schon. Oh ja. So. Ja, dann. Auf geht's. Awesome! Aber schön, dass sie wieder das gleiche denken. Oh, hier liegen auch die Dinger rum. Habt ihr es gesehen? Warte mal. Ja, ich hätte ganz gerne. Hat er wieder ein Glück? Er hat wieder so ein Deppenglück. Da liegt einfach so ein irgendwas kommt. Ja, hier krabbelt eine Jungspinne. Alles cool. Eine habe ich. Boah, ich glaube, hier ist noch richtig fieser Spinnenbau. Und ich habe nichts zu trinken mehr. Vielleicht ist da eine neue Sorte von Spinnen oder so. Was sollen die Bodenspinnen eigentlich sein? Sollen das eigentlich Kreuzspinnen sein? Ja, wahrscheinlich. Also die großen sind ja Wolfsspinnen. Ja, da, das sind die da, quasi. Die, hast du gerade die Eier gesehen? Ja, ja. Ja. Da. Aber ich sehe keine passenden Spinnen dazu. Nein! Wir haben erstmal den falschen Gang genommen. Fällst du mir gefallen? Oh. Fällst du in eine Region, in die man nicht fallen sollte? Ja. Mann, ich würde so gerne mitspielen. Scheiße. Mann. Ich lauf einfach weg. Das kann ich. Oh. Hi, Kumpel. So. Ich glaube, wenn du weitermachst, dann kommst du bis zum Vogelbad. Das kann sein. Ah, stimmt. Da war ja auch Raw Science umgebrochen. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Da hatte. Oh, nee, da hinten ist was. Hier ist ein Eingang zu irgendwas. Stimmt, das sieht aus wie ein kleines U-Boot. Da, und hier ist noch eine Seilrutsche, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Gut, steh mal weiter. Wo bist du denn jetzt? Ich bin runtergefallen. Das ist schlecht. Kommst du wieder hoch? Habe einen epischen Flug gemacht und hier liegen ganz, auf jeden Fall viele Federn rum. Federn ist auch schon mal gut. Okay, aber wir haben noch keine Depot-Axt. What the fuck? Die können wir aber. Oh, ein neues Labor. Ja. Die können wir aber endlich mal fällen, wenn wir die Bärenaxt haben, also die T2-Axt. Ein Glück, ey. Ja, aber wie kriegen wir denn die T2-Axt? Dafür brauchen wir die Bärenhaut. Bärenhaut. Und Marienkäferkram, glaube ich. Warte mal.
Werkzeuge. Werkzeugausrüstung, hier ist es auch nicht. Michi, es tut mir gerade echt leid für dich, ne? Es sieht so geil aus. Ich hätte da so Bock drauf gerade. Ja. Also wir brauchen für den Insektenhammer 2, ist das dann. Brauchen wir Baumwanzenbrocken. Insektenaxt. Bombardierkäfer, Marienkäferkopf und Spinnenseide. Ist alles machbar. Naja, Spinnenseide hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Doch, natürlich. Doch, nein, wir haben das Spinnrad noch gar nicht gebaut. Stimmt. Das können wir wahrscheinlich dann aus den Netzen also, machen, ne? Dann ist das, was wir hatten, waren das Netzteile, oder? Ja, ja. Hier war doch gerade irgendwo ein E. Ich kann gerade irgendwo E drücken. Hm. Ich glaube, mehr ist hier einfach nicht. Schade. Nein, da ist das E. Das ist wow. Scab. Bugjuice. Farbschema. Was ich mit dem Farbschema machen kann, weiß ich doch nicht. Lieber Müller, ich hab da was gefunden. Ich weiß nicht mal, wo du bist, da hinten. Ah, du bist weitergelaufen. Ich hab ein zweites Labor gefunden. Noch? Aber es ist versperrt. Okay. Ja, hier ist noch eine Tür und die ist versperrt. Okay, ich komme. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Runterspringen, segeln. Ja. Wie war das? Mit Shift mache ich den auf, ne? Ja. Mach's nicht zu früh auf, weil du hast eine begrenzte Gleitdauer. Ja, ich sehe schon. Oh, das wird eng. Hat er geschafft. Hat er geschafft. Wie männlich. Oh, ein Frisbee. Was? In sich. Flingman Flying Disc. Ich bin gerade irgendwo gelandet. Oh, was ist das? So, die kleinen Babys. Ich habe hier noch ganz andere Sachen gefunden. Noch ein Scap. Supreme. Mal gucken, wie das aussieht. Kannst du dir diese Farbschemen angucken? Kann man die einstellen? Du gehst in dein Inventar, also über die Tab-Taste, ja, und gehst dann auf ganz rechts auf OS. Ja. Und dann kannst du im Tab-Modus aussuchen, was du möchtest. Ah, cool. Oder im Nachtmodus. Skip Night ist klar. Das ist ja nett. Nebenreiter. Ja. Ich bleib bei Klassik erstmal. Das gucke ich mir mal an, wenn ich Zeit habe. So. Quasi nächstes Wochenende. Ja, sozusagen. So, also ich bin. Ja, Supreme gefällt mir ganz gut. Ist zwar Lila, aber ist ja egal. Ja, Lila kann aber ganz cool sein. So, ich hoffe, ich habe auch noch einen Sieg zu dir. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin jetzt bei noch einem Labor angekommen. Okay, cool. Ist ja voll gut hier. Oh oh. Aber die Spinnensäcke kaputt. Die sind so widerlich. Mal gucken, was passiert. Ja, komm, Spinnen raus, super. Rein gleich. Irgendwie. Ja, zu erwarten, ne? GG. Ja, der rechnet auch damit, dass die Spinnen im Spinnensack schon ausgewachsen sind. Jetzt mal ernsthaft. Dann mach ich noch mal. Aber da sind jetzt keine rausgekommen. Na, ist doch gut. Ne? Was ist das? Oh, Faserverband. Ich hab Verbände gefunden. Was ist hier? Also ich hab gerade das Hallo, Gefühl, wir greifen der Dings so ein bisschen voraus, der Story. Das ist auch nicht schlimm. Die Spinnen hier sind. Fucking kleine Mistviecher. Oh, wow. Was war das? Was war das? Okay. Also ich weiß nicht, ob wir gerade. Also ich glaube, ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen als du, Kai. Ja, ich warte, ich lauf mal hoch. Ja, mach mal. Ich hab oh, Spinne. Egal, ist mir egal, die packt den Baum. Ja, und die kleinen sind nicht so wild. Ich hab hier nein, das mal ist die große. Achso, okay, ist die Mama-Spinne, ja? Ja. Aber die backt den Baum rum, also ist mir das gerade völlig egal. Oh, what the f... Alter! Da sind schwarze Spinnen drauf, oder was sehe ich da? Alter, hier ist ja eine Riesenfabrik. Ja. Also Riesenlabor. Bist du oben rein?
Ja, ich bin ganz nach oben. Ich musste dafür tatsächlich einmal fliegen. Also erstmal gucke ich, ob ich hier oft an die Science irgendwie. Da würde ich, aber nicht alleine raufgehen, weil du hast da. Halt mal! Ich komm mal hier runter, bitte. Ich muss erstmal gucken, wo du bist. Du musst die Wand runter? Ich bin draußen. Ja, ja, also das ist eine Mauer. Aber dann muss man hier runterkommen. Das ist was Geiles. Das was. Da muss ich runterkommen. Also ich glaube, ich habe das Geilere gefunden. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Friedhof mit aufgespießten Ameisenköpfen. Okay. Nein, okay, Kais ist geiler. Ja. Ich als Horrorfan, ja, das ist. Ja, ich komme. Eine Spinne gebastelt aus Ameiseninnereien. Okay. Das erinnert mich an The Forest. Müller. Ja, ja. Das ist Forest. Aber ich weiß nicht, ob ich da einfach nochmal hinkomme. Mit ganz vielen Ameisenköpfen. Ich wette, da ist irgendwo noch so ein kleiner, fieser Däumling, so wie wir auch. Nur der ist halt echt gemein. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich zu Kai kommen soll. Warte, ich lauf raus. Segel doch rüber. Also ich bin ja höher als du, von daher wollte ich gerade sagen. Ja, deswegen einfach mal rüber segeln. Könnte ich einfach mal nur nicht in den Netzen verpacken. Aber ich würde gerne gleich das Labor sehen. Ja, warte, ich komme mal runter zu dir. Ja. Hui. Du bist ja wirklich ganz am Boden. Ja, hab ich schon gesagt. Oh, dann wärst du mal erst zu mir gekommen, egal. Oh, da ist ein Stück Labor abgestürzt. Ist ja auch geil. Das erinnert mich so ein bisschen an Aliens auf dem LV426. Mhm. So, dann zeig mal her. Da ist eine Höhle. Also nicht hier, falsche Richtung. Aber ich höre hier einen Raben und Rabe ist irgendwie Kacke. Ja, Rabe wollen wir nicht. Oh, okay. Wir haben die halbe Stunde erreicht, wird das erwähnt? Ja, dann ist das hier ein geiles Finale, weil du kannst dir das hier drin mal gerne angucken. Alright, ja. Shadows. What you got geil. Alter, komm schon. Wie gut ist das? Aber du hast gesagt, da hast du noch Platz im Inventar? Ja, sicher. Ey, guck dir das doch mal, das war noch Menschengebeine, oder? Ja, ja, das sieht hier mehr nach Mensch aus. Hier ist Hybrid, Alter. Ja. Wie krass. Der ist Hybrid, das gemacht. Das ist definitiv gemacht. Ja. Also irgend so ein fieser Wirkopfer. Boah, hier liegt was. Verrottende Ameisenkeule. Das ist geil, weil die ist, glaube ich, giftig. Aber hier wäre noch ein Rucksack mit Ameisenköpfen, 10 Stück. Ja. Die können wir auf jeden Fall analysieren. Sie hat weniger Schaden als die normale Ameisenkeule. Ist wahrscheinlich schneller. Aber sonst auch nichts, okay. Ja. Hier geht's noch weiter. Ist der Rucksack. Okay. Das sind Ameisenköpfe. Schön. Genau. Und hier hat auf jeden Fall mal jemand gepennt. Genau. Okay. Langsam wird die Sache interessant. Ja, tatsächlich. War doch ein schönes Finale. Ja, definitiv. Kai, das hat sich gelohnt. Und beim nächsten Mal erforschen wir die Forschungsstation da oben. Und hoffentlich dann auch wieder mit Michi. Ne, der ich hoffe. Der irgendwie herkommen muss. Bis hierhin danke ich euch fürs Zugucken. Und ich habe was vergessen. Eigentlich wollte ich es nämlich am Anfang machen, weil jetzt schon nur noch 17% zugucken. Ich kann das genau sehen, wie lange ihr guckt. Nämlich nächste Woche Samstag am 31.12. wollen wir ein kleines Halloween-Special machen und würden uns freuen, wenn ihr dazu alle einschaltet. Wahrscheinlich wird es losgehen um 22 Uhr an Halloween. Und wir haben uns da was Hübsches überlegt und ich hoffe, dass ihr alle dabei seid. Ansonsten danke ich euch jetzt erstmal viermal fürs Zugucken und Abo, Like, bla, kommt. Ich lasse das einfach. Was ich aber sagen möchte ist, bleibt gesund, wir haben echt Anfang des Videos sagen. Ja, habe ich auch schon überlegt. Da wollte ich eigentlich das mit dem Livestream sagen, aber ein anderes Thema. Was ich jetzt aber gerade noch sagen möchte ist, Corona ist auf dem Vormarsch, seid bitte alle vorsichtig. Ja. Ne, haltet euch an die Scheißhygienebestimmung, das ist mir echt wichtig. Und ansonsten gebe ich zum Tschüss sagen an die da bei der. Macht's gut. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich kann ich ihn auch hin. Ey, es war diesmal nicht ganz kacke. Wie geil ist das denn? Wow. Und wir lernen auch dazu. Reingehauen. Ja.